Ja, willkommen zurück zu Last of Us. Wir sind jetzt Abby, nachdem wir im letzten Teil die ganze Wahrheit gehört haben, warum sie so bestialisch reagiert hat. Wir sind jetzt in dieser Truppe. Aha. Jetzt wissen Sie ja auch, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Weil die nur am Trainieren sind. Ach du Scheiße. Hallo, Miss Potts. Hallo, Manny. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Was ist jetzt mit ihm los? Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst. Was zu essen? Ich freue mich auch, Abby. Was? Der will doch was zu essen haben, also hole ich ihm was zu essen. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, damit respiritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Lenny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so peinlich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Lenny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich habe genug von dem Scheiß. Weiß ich, dass ich dabei bin? Und ob? Okay. Und es ist okay für sie. Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Mit meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich glaub, dir gefällt's, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich, okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Scheiße. Wissenschaftlerin, hm? Ha. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe.
Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück was bist, ist denn Alaska? Du Dad, ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Ja, er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Was haben die denn hier gebaut, ey? Stadion, krass. Danke. Ah. Meine Freunde, die Hunde. Alles abmelden. Sie spielt drin. Oh, Abby, willst du sie holen? Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Bist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bär. Ja, okay. Da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Hol den. Na komm. Tut mir leid, mein Fehler. Hast du dich gestern mit Danny gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, oh, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumuluswolken. Nach Cumuluswolken? Das muss man da oben nicht. Hey, Abby. Ja, hey. Einem das gefällt. Nee, wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Hey, Pat. Hey. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Hey. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den's. Das kann. Ein Magazin höchster Punktzahl. Abgemacht, Cabron. Dann wollen wir mal gucken. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe.
nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Das war's. Sollte vielleicht die Ohrenschützer noch? Gehen wir zur Basis. Achso. Okay, die haben wir gebraucht. Boah, ja, er keine? Ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Alice sitzt vorne. Nell ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr gut. Gracias. Ach, guck mal, was hier so los ist, ne? Seattle, Tag 1. Na geil. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbauen. Ich habe ein paar extra Aufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny, wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Und im Erleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir nicht so einen Kopf drauf. Oh! Das ist Gas! Töte die Wurm! Gar nicht mal so einfach, Freunde, bei bewegten Zielen. Gar nicht mal so einfach. Boah, voll echt, Alter, ey. Boah, da kommen sie von allen Seiten hier. Eide, nein. Ei, ei, ei. Scheiße, raus hier. Verdammtes Gas. Wie weit bist du raus? Gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Hände rein. Was wir aber wissen, ist, dass die Troller auf jeden Fall überlebt.
ihr nach, ob sie sicher ist. Hey, Jax. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Verstanden. Eine Rohrbombe. Hey, wir packen das. Dann bauen wir mal eine Rohrbombe. Aber ist schon komisch, dass wir die jetzt spielen müssen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das ist schon irgendwie cool, ne? Man läuft jetzt hier so ein bisschen durch die ganze Gegend hier. Alles witzig irgendwie. Aber im Grunde machen wir nichts anderes als das, was Ellie auch gemacht hat. Das finde ich jetzt nicht so tralla. Also schon ein bisschen komisch so. Hier gibt es zu viele Verstecke. Warte, hier ist jemand. Infizierte. Infizierte können nicht dein Ding sehen. Und tschüss. Wo ist die Trulla denn? Ist gar keine Trulla. Noch mehr davon? Auch von vorne. Und tschüss. Ist so viel besser als Mescal und dein Zeichentrickfilm. Was? Nee. Naja, wir haben die Abby ja schon mal am Anfang gespielt. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wieder raus? Wo ist eigentlich unser Hund? Na toll. Super. Das Rein-Raus-Spielchen. Na. Nein. Ich will gar nicht wissen, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich da nach oben irgendwie. Meine Güte, immer diese Hilfestellung, Freunde. Ich meine, ist ja lieb gemeint, aber ich brauche sie nicht. Ups. Ach Gott, ey. Kann man das auch irgendwo abstellen? Weil ich möchte gar keine Hilfen.
Ja, das geht bestimmt hier rüber. Ah, guck mal. Hey, hier drüben. Was heißt denn hier drüben? Ach, hier durch, oder was? Nein. Leute, seht mal da oben. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Ja, aber da müssen wir von irgendwo anders her. Ach, da ist so der Hund. So war's. Ja, wir waren ja schon auf halbem Weg nach oben. Also, so schlimm ist es jetzt nicht, dass wir es nicht finden. Man muss halt um die Ecke denken. So ein bisschen zumindest. Und ob ihr recht habt oder nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ciao.